Herzlich willkommen zurück zum Müffel der Matjes in Tavernmaster. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir starten gleich den nächsten Tag. Wir haben das Event nach den zwei Dieben. Haben wir das Event? Okay. Genau, wehe sie ab. Auf jeden Fall sollten wir das alles ohne Probleme hinkriegen. Weil das bleibt zwar noch ein paar über, aber wir brauchen noch ein paar Forschungspunkte. Damit wir oben mal eine Küche hinkriegen. Das führt mich sonst irgendwann mal zum Problem. Kaufe einige beliebige Zutat 200 Mal, dann haben wir spätestens noch den nächsten Tag. Sie sind den ganzen Tag am Hauptgerichte. Gut, das kriegen wir schon hin. Jetzt haben wir erstmal das Event. Was ist denn das überhaupt, was Sie da futtern, wenn ich mal fragen darf? Walnusskuchen, ne? Das klingt nach Dessert. Das klingt definitiv nach Dessert. Es ist ein Dessert. Gut, hätte ja sein können, dass es ein. Aber gut, ist nicht. Sehr schön. Erstmal alle rennen. Hier kommen auf über 225 Leute. Ein bisschen Kleingeld gibt es auch. Da fehlen zwei. Haben wir da zwei blau gemacht? Natürlich. Erstmal holen wir die hier ab. Sehr schön. Gut, Käse kommt noch einmal. Den können wir auch definitiv keinen Käse mehr bestellen. Erdbeeren auch nicht. Bohnen haben wir nicht mehr laufen. Bohnen sind aber auch nicht dabei. Jetzt haben wir genug Fleisch. Kommt noch. Fleisch brauchen wir noch mehr. Fleisch ist aber auch nicht dabei. So, diese komischen Nüsschen, die wir brauchen sie jetzt eh. Da brauchen wir eh noch mehr von. Da kommen auch welche. Haben wir Nüsschen dabei? Ja. Gut, den schicken wir definitiv mal Nüsschen los. Das sind 120, die wir brauchen. Also einmal die. Ah, ehrlich gesagt ist mir die Chance zu gering. Wir schicken den 47er noch mit. Sehr schön. Fisch haben wir nicht. Kokosnuss, da brauchen wir aber auch. Und da brauchen wir auch. Ich glaube, das kriegen wir aber nicht mehr hin. Mäh. Aber ja, die Kokosnüsse glaube ich auch nicht, aber mal. Gut, ja gut, das ist ziemlich risikoreich. Ich sag ja, da fehlen zwei. Wir probieren es trotzdem mal. Mehr können wir jetzt nicht losschicken. Wir haben keine Abenteurer mehr. Den lüftet schon so. Kommt mal alle rein, Leute. Kommt alle rein. Ja, stimmt, wir haben ja die Wikinger Themen Party. Man sieht sie, sitzen dort die ganzen Wikinger. Das ist klar. Bringt gleich ihre Waffen mit. Könnte ja Streit geben ums letzte Bier, ne? Alles klar. So, was trinken denn die Jungs? Was trinken sie denn? Wein, Ale, made for elf. Okay, das kriegen wir hin. Und falls müssen wir nochmal nachzählen, nachfüllen. Die müssten wir alle ohne Probleme reinkriegen eigentlich. Der hat einen Levelausstieg. Sehr schön. Könnte so noch ein paar rummotzen, wegen nicht genug Esen oben. Hier ist auch voll Besitz. Umsehen auf welche, ne? Jo. Ah, das kriegen wir hin. Das ist alles kein Problem. Der motzt schon wieder rum. Ich muss mal kurz meine Angestellten nehmen. Ich sag ja, diese geldgierigen Forscher, das ist furchtbar. Nee, du. Na, wollt ich gerade sagen. Oh Mann, du. So, die Caitlin auch nochmal. Sehr schön. Und der Frederik nochmal. Die kündigen sonst irgendwann. Das ist auch nicht gut. Sehr schön. Das wird teuer, du. Das wird teuer. Und zumindest haben wir jetzt wieder glückliches Personal. Toiletten haben sie hier auch. Süffeln tun sie wie die Weltmeister. Was will man also mehr? Lüft doch alles. Wir haben auch gleich endlich mal die volle Zoll drin. Die letzten paar Gäste kommen. Jo, da haben wir die 4500. Sehr schön. Dann ist der Laden jetzt voll. Und den sehen wir mal. Sehen wir mal. Die Forschungspunkte gehen mittlerweile schneller als gedacht. Ich glaube, sogar mittlerweile, weil es bleiben ja ein paar über, haben wir die eher als die geben. Und ist aber nicht schlimm. Aber die 6 brauchen wir wirklich durch. Später brauchen wir, glaube ich, sogar 7, 8 oder so. Ah, müssen wir mal gut gehen. Da müssen wir mal gucken. Das haben wir definitiv, sobald das Event vorbei ist. Das müssen wir nächsten Tag machen. Das kriegen wir sowieso nebenbei. Und das haben wir auch, weil die Zutaten, die wir auffüllen müssen, das kommt auch über Nacht. Es läuft alles, also sehr schön. Gut, dann heißt es jetzt erstmal das Event abwarten. Ich habe das Gefühl, dass sie vorher hier nochmal eine Fässer leer gesoffen haben, aber das werden wir sehen. Wir dürfen den wir Gewinn gemacht haben, ne? Ja, also das sehe ich jetzt. Keine Probleme aktuell. Ich will ja natürlich auch hier noch die Tische ausstufen. Das machen wir natürlich nicht, während da hier Event ist. Was ich ein bisschen schade finde, dass man die quasi verkaufen muss. Und
eine neue hinstellen muss. Ich wünsche, es wird eine Möglichkeit geben, die aufzustufen zu besseren Tischen. Ohne dass wir die alle umbauen müssen. Aber gut, das geht nicht anders. Ich hatte hier zwei Kellnerinnen. Wo ist die zweite? Da. Die zwei Kellnerinnen könnten hier auf Dauer echt zum Problem werden, ehrlich gesagt. Oh ja. Hier müssen wir dringend, das machen wir mal schnell, eine dritte einstellen. Oh, fünf Getränke, 5, 5, 5. Die sind alle gleich. Schildtrag, Treppenstein brauchen wir nicht so, nicht tragen. Tragend und nicht tragend wäre hier wichtig. Ah, gut. Die ist relativ gut in Tragen. Sie hat sogar ein bisschen ein Tränkel. Ja, wir nehmen die Judy. Und die Jade, die Judy, die wird auch nur definitiv auf Etage 3 bedienen. Kein Hotel, kein Essen, Getränke und Reinigung. Wir Essen kommen hier oben später extra welche. So, die dürfte hier gleich ankommen. Wohl drei werden, kriegen es wohl besser hin als zwei, ne? Hoffe ich mal. Das dürfte hier sonst echt ein Problem werden. So, den wollte dann jetzt empty ist. Genau, die anderen Bräunen sind dann auch leicht überfordert. Die kommen gar nicht mehr daher. So, das ist das Erste, was von unten geliefert wird. Es wird zwar trotzdem ein paar Megabocken geben. Aber natürlich schaffen die das von unten nicht schnell genug. Das ist, die sind ja auch nicht dafür gedacht. Oh, das wird schon werden. Ja, Google mal, dann haben wir schon. Sehr schön. Die Wandtextur haben wir auch fast. Der Rest kommt alles noch. Ist auch fast vorbei, das Event. Den lüftert alles. Sehr schön. Gut. Wie gesagt, hier kriegen wir die meisten. Ja, gut. Am nächsten Tag haben wir die Forschungspunkte und die letzten davon. Den kommt endlich die Küche. Wird ja auch Zeit. Und den später Etage 3? Weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Ob ich Etage 3 überhaupt noch Gäste hinbau? Wüsste ich gar nicht zum Verdienen, aber ich weiß nicht, wie groß die Spiele sind. Aber die haben wir auch noch nicht. Hier sind so, ja, Etage 3 hat noch ein bisschen Zeit. Definitiv. Man kann ja, Etage 4 meine ich leider, oder kann man dann eine fünfte bauen? Nee, ne? Das wäre jetzt, gut, Erdgeschoss, erste, zweite haben wir. Das wäre die dritte, ja. Aber der vierte, nö, sieht nicht danach aus. Sieht definitiv nicht danach aus. Okay. So, dann mal raus mit euch. Das war zumindest ein schöner Gewinn von 7815. So soll das sein. Das waren genau die 225 Gäste. Verärgert war keiner. Sehr schön. Ja, hat er schon alle dazu gezählt, ne? Ja, mehr zählt er nicht. Ja, gut, das kriegen wir nächsten Tag hin, oder? Das hoffen wir mal. Das kriegen wir hin. So, hier unten ist nichts übrig geblieben. Ne, gucken wir hier nochmal. Das füllt sich eh alles automatisch auf. Hier ist auch nichts übrig geblieben. Ja, auch nicht. Hier müssen wir noch einmal auffüllen. Die haben gut gebechert, die Jungs. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, wir starten aber auch gleich den nächsten Tag, damit wir hier weiterkommen. Gibt's zwar jetzt wieder ein bisschen Gemäger wegen Essen. Aber das können wir nicht ändern. Ich drücke kurz Pause. Wegen Essen einstellen. Hier wegen Hauptgerichte, das kriegen wir hin. Kauf eine beliebige Zutat 200 Mal. Okay, hat nicht ganz gereicht. Gut, so viel haben sie nicht verbraucht. Das kriegen wir definitiv nicht an einem Tag hin, aber das müssen wir auch nicht. Das haben wir auf jeden Fall. Gut. Nur Hauptgerichte, sagt er. Nur Hauptgerichte. Dann nehmen wir alles andere runter. Den haben wir das nämlich auch. Den kann es weiterlaufen. Noch hat keiner was bestellt. Sehr schön. Den lüftert hier. Wie gesagt, wir sollten eigentlich ohne Probleme jetzt, hoffe ich zumindest, die, ja gut, ob wir jetzt 64 Stück kriegen, wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt, aber zumindest nah dran, die Forschungspunkte dürften wir kriegen. Wir brauchen hier oben dringend die Küche, ganz, ganz dringend. Das geht ja nicht anders. Es muss. In der Zwischenzeit, wenn wir nicht hier uns hier oben mal ein bisschen um Deko kümmern, das sieht ja hier alles so ein bisschen schnodderig aus. Warte mal, Lichter ist ja nicht das Problem. Ich will hier definitiv, nicht unbedingt die Bücherregale. Also links und rechts von der Bühne haben. Was ist denn das? Schürzenhalter, Zwiebel und Knoblauch, Pfannen, das ist eher was für die Küche, ne? Wieso ist denn das Teleskop so teuer? Gut, dafür bringst du auch eine Menge Prestige, stimmt. Da wir ja eher so die nordische Kneipe haben. Hier ran, da nochmal ran. Mittig bitte. Danke.
So, die waren alle so klein, die Bilder, ne? Aber gut, besser als nichts. Das Bild auch mal ran und da hauen wir den DOS ran. Ich muss trotzdem noch irgendwas Vernünftiges auf dem Boden. Displays ist spezial, das sind keine Deko-Sachen. Ne, die haben wir schon alle gebaut. Küche, Spiele, die haben wir noch nicht frei. Betten, Kleiderschränke, Hotel. Nee, da ist sonst nichts. Lichter. Ja, nee, da haben wir genug. Das brauchen wir nicht. Ich meine, wir könnten hier noch so Pflanzen hinstellen. Das muss an die Wand. Das auch. Ich glaube, die kann man auch so seitwärts hin machen, oder? Hm? Gut, es ist jetzt nicht wunderhübsch, ist mir schon klar. Aber es ist besser als nichts. Ne? Wie sitzt das sonst zu kahl hier? Ja, oh, das passt schon. Aber irgendwas großartig für den Boden. Ich meine, wir könnten die noch hinstellen. Aber es wird jetzt wieder übelst teuer. Hier so. Da so ein. Und da so ein. Warum nicht, ne? Gut, den gehen wir jetzt einmal hierauf. Fußboden will ich auch überlegen, hier einen anderen reinzumachen. Ich möchte jetzt erstmal hier gerne so Fenster reinhaben. Da so ein Fenster, da so ein Fenster, hier kann auch noch eins hin. Hier muss ich erstmal gucken, wie ich die Sachen hinstelle. Hier können wir auf jeden Fall noch ein Fenster machen und da so. Hier müssen wir auch mal gucken. So, da kommt die Treppe noch hin. Den gehen wir noch einmal auf Dekorationen. Da soll natürlich Vorhänge vor. Das ist klar. So, die wollen wir noch einmal färben. Welche Formen nehmen wir denn hier mal? Grün haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Auch wenn es wahrscheinlich nicht schön wird. Obwohl. Wohl. Ein bisschen verschiedenfarbige Vorhänge. Man muss ja nicht immer die gleichen nehmen, ne? So, dann brauchen wir aber auch definitiv noch Sachen für dazwischen. Man könnte da, ne, das wird ein bisschen eng. Hier brauchen wir definitiv was an der Wand. Zum Beispiel die da. Machen wir den da hin. Und hier in der Mitte mal so einen anderen. Ein bisschen Abwechslung. Zack. Dann machen wir da auch nochmal so einen hin. Und hier machen wir dann nochmal so einen hin. Wir zumindest ein bisschen Deko haben, ne? Ein bisschen. So, dann gehen wir nochmal hier gucken. Bodentextur. Was machen wir hier vom Fußball hin? Bestimmt nicht diesen hässlichen. Wie wird denn der aussehen? Gar nicht so schlecht, glaube ich, ne? Fußball kostet ja zum Glück nichts. Habe ich jetzt alles? Ich glaube ja, ne? Jo. Den haben wir nämlich auch ein bisschen Deko. Licht haben wir. Sehr schön, sehr schön. Wie viel haben wir jetzt ausgegeben? Wow. Fast 7000. Okay, das wird mal wieder Man of Tag, aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Dafür haben wir unser Prestige aber auch wieder gut hochgeforscht. Wie viel brauchen wir eigentlich für das letzte Event? Nur mal so aus Interesse. Genau 30.000. Naja, da sind wir ja auf dem Weg hin. So viel fehlt da nicht mehr. Wunderbar, wunderbar. So wirklich zum Hinstellen gibt es ja nicht allzu viel, aber so schlecht sieht das hier gar nicht aus. Hier kommen denn ja noch bessere Tische und so. Dem passt dann ja alles. Dem Auf jeden Fall gibt es heute nur Hauptgerichte. Das sollte schon machbar sein. Denke ich mal. Dann kriegen wir ja auch alle sehen. Wir sind ja noch vor Mittag, Mensch. Vor Mittag, da ist noch nicht allzu viel los. Das kommt noch. Die Jungs hatte ich fast gegessen. Lass mal gucken, ne? Das war der Case. Dort war Fleisch. Da war nochmal ein Nüsschen. Case ist definitiv voll. Case wird nichts mehr bestellt. Ich bin nicht. Ebsen, mal kurz gucken. Ebsen kann unterwegs. Haben wir aber nicht dabei. Den haben wir eh voll. Fleisch. Haben wir dabei. Brauchen wir aber auch noch. Fleisch schicken wir definitiv los. 50. Gut, dann nehmen wir nur den 40er. Oder 48er, weil das ist eine hohe Chance. Pilze, Erdbeer, Käse definitiv nicht. Also haben wir nur noch Nüsschen, die müssen wir. Und das Fleisch. Dann nehmen wir den Nüsschen, die kriegen wir noch hin, oder? Jo. Sehr schön. Den kriegen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Dann können wir mal gucken. Da ist mir das Risiko zu hoch. Dafür ist es zu teuer. Gut. Das wird definitiv minus Dach. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Wir haben es viel zu viel ausgegeben. Aber es gummt alles. Es gummt alles. Was ist denn hier los?
Ilana hat euer Level Up. Sehr schön. Ist jetzt auch Stufe 10. Kann 8 Getränke gleichzeitig tragen, kam dazu. Wunderbar. Wunderbar. Dann kann man sie hier jetzt hochskillen. Naja, gut. 5 Getränke reicht aber auch. Hier, hau mir den da rein. Geschwindigkeit tragend. Sehr schön. Im Hastat. Im Tee. So, wir werden zwar mal gelbe kriegen, aber wahrscheinlich nicht genug. Aber ich glaube, die Forschungspunkte, die dürften wir, hoffe ich, fertig kriegen. Den gelben kriegen wir eigentlich rucki zucki fertig, indem wir nochmal ein kleines Event reinhauen. Mal gucken. Aber sowas würde ja reichen, ne? Obwohl, das hier würde auch reichen. Das gibt uns gut Geld, das ist fast gleich. Das Problem ist, wir haben aktuell die Kokosnüsse nicht. Den können wir noch nicht machen. Hm. Das lohnt sich nicht. Das gibt einfach zu wenig Geld. Ah, warten wir erstmal ab. Warten wir erstmal ab. Das ist so nicht gut. Das ist. Also wir haben hier noch eine Menge Gelbe drin. Die sind ja noch gar nicht alle gezählt. Dann sehen wir, wie viele da fehlen. Hier unten sehe ich jede Menge. Na gut, hier sehe ich zumindest einen. Ah, hier sehe ich jetzt gerade 2. Also ich glaube, dass wir den roten haben, wir rucki zucki zusammen. Da kriegen wir jede Menge von. Ja. Das haben wir spätestens 2 bis 3 Tagen auch. Das haben wir, glaube ich, auch sobald die Nacht wechselt. Das müssten wir auch kriegen. Aber hier gibt es eh nichts mehr Wichtiges, außer den einen Elite-Barkeeper da noch. Und das war's denn. Na gut, und Elite-Koch. Wichtig ist jetzt erstmal das hier. Der Rest ist, hat Zeit, der Rest hat Zeit. Aber die beiden Sachen, die waren halt wichtig, ne? Oh, gut besucht, die Knäubi. Wo kann man sich nicht beschweren? Gut, das Erdgeschoss erzählt als Etage ein. Alles klar. Dann geht's bis Etage 4. Dauert wieder Level ab. Die Judy. Okay, was kriegt Judy denn dazu? Ah, sie hatte einen, ich glaube, es ist Zufall, ne? Ein Trinkgeld für jedes servierte Getränk und jetzt hat sie noch +5 Trinkgeld für jedes servierte Essen. Ja, und sie ist natürlich gut für Getränke. Das will ich jetzt aber auch nicht ändern. Geschwindigkeit nicht tragend. Getränke ist auch hochgeskillt. Denn hier, den nehmen wir nicht tragend. Wir sind ja auch mal leer unterwegs, ne? Das wird schon alles funktionieren. Alles kein Problem. Wir sind voll im Armgeschäft. Wir machen sowieso Minus. Das kriegen wir nie im Leben raus. Nein, da haben wir viel zu viel ausgegeben. Aber wie gesagt, wir müssen die Sachen ja voll kriegen, ne? Ah, gut, die kriegen die Forschungspunkte nicht ganz fertig, aber nee, wenn ich jetzt noch machen, lohnt sich nicht. Die kriegen wir so zusammen. Dafür schwenden wir bloß unsere wertvollen Zutaten. Wow. Kriegt ihr das noch alles ausgetragen, Leute? Wir schließen gleich. Da ist Essen. Hat die bestimmt die andere auf dem Zettel, ne? Ja. Ja gut, es wird auch rechtzeitig ausgetragen. Bestellt wird nichts mehr, wie es aussieht. Okay, sie bringt es noch hin, Gott sei Dank. Der macht tatsächlich noch mehr Essen. Ja gut, sie tragen es aber noch aus. Sehe schon. Ja, ja, das sind die von oben, weil sie nicht schnell rechtzeitig ihr Essen gekriegt haben. Wir kennen die Problematik. Wir kennen es. Stellt euch nicht so an. Wir schließen eh gleich. Da müssen wir jetzt durch. Was haben wir hier? Na, guck mal, sag ich doch. Die kriegen wir zusammen. Haben wir die schöne Wandtextur. Wunderbar. Läuft doch. Ja, ich sag doch, die aus Etage 2 schaffen das nicht. Wir haben so. Sehr schön. Guck, das hat funktioniert. Sehr schön. Und das grummt schon noch, dass wir die nicht ganz hinkriegen, aber wir haben viele geschafft, ne? Das haben wir definitiv am nächsten Tag. Wunderbar. Klar, aber wir haben trotzdem noch das Minus sehr gut reduziert, ne? Ja, aber auch gut Essen und Getränke verkaufen, also da kann man sich nicht beschweren. Jo, die Gäste gehen aber auch schon weit über 300. Sehr schön, haut aber noch hin mit dem da oben. Sehr schön, sehr schön. Hier haben wir soweit alles. Ja. Wir werden jetzt erstmal natürlich wieder alles auf die Speisekarte setzen. Bloß nicht wieder vergessen.
Die wunderbar. Sehr schön. Und das andere, das waren halt wahrscheinlich wieder 10, ne? Warte mal. 15 diesmal. Ist alles wegen Essen oben auf Etage 3. Ja, wir sind doch dabei, Leute. Dafür noch 39, dafür noch 316. Ich denke mal, dass wir das jetzt zusammenkriegen werden. Dafür jetzt noch ein Event, das lohnt sich überhaupt nicht. So, warte mal, bevor wir jetzt den nächsten Toast starten. Hier einmal auffüllen. Das muss sein. Sehr schön. Und dann lassen wir den Toch gleich wieder anfangen. Wunderbar. Na, guck mal, den haben wir jetzt schon. Aber ein Punkt fehlt. Ein Punkt. Das kriegen wir heute auf jeden Fall. Das könnten wir auch hinkriegen, weil wir hatten da ja auch schon 335. Das gesamte Personal über 80%, das lässt sich doch auch machen. Warte mal, dann ist wieder irgendjemand unglücklich. Mal wieder. Wie hier die Gehälter hochschießen, ne? So. Hier, der auch noch. Ganz, ganz schlimm. Besonders die Forscher. Oh, das war einer zu viel. Sehr schön. So, den haben wir das nämlich. Wunderbar. Ah, gut. Diesmal dürfen wir zumindest Gewinn machen. Wir nähern uns doch schon den Elite-Barkeeper. Siehste mal. Gott ist, weil er will, dass ich ein Event mache. Ich will jetzt aber kein Event machen. Definitiv nicht. Wohl, das kriegen wir so zusammen. Die Forschungspunkte auf jeden Fall. Dann kümmern wir uns erstmal um die Jungs hier, wa? Jo, die Nüsschen und die guten Kokosnüsschen. Sehr schön. Ich glaube, das geht auch nur bis 10. Oh, aber dann werden wir gespannt. So, Case ist voll. Erdbeeren brauchen wir nicht. Pilze brauchen wir nicht. Böhnchen brauchen wir allerdings schon noch. Schicken wir mal ein paar Böhnchen los. Das ist 80, ne? Füllen auch schon wieder Abenteurer, wenn ich es mal so richtig sagen darf. Oh, Fleisch. Kommt zwar noch was, das reicht aber nicht. Fleisch müssen wir definitiv auch nochmal los schicken. Ja. Ja. Sehr schön. Ich glaube nicht, dass wir das noch hinkriegen und das ist rechnet. Wir brauchen aber beides. Obwohl, 94% ist viel. Mal ganz probiert. Sehr schön. War teuer. Machen wir den Minus heute. Mach nix. Ich bin, obwohl, das könnte was werden. Wieder ein Plus zu kriegen wegen der Belohnung. Warten wir ab. Warten wir ab. Aber man will ja auch endlich mal die Vorräte komplett voll haben, ne? Dekomäßig haben wir ja auch schon ein bisschen was. Ist noch nicht ganz fertig. Mir ist es hier vorne zu leer, aber hier soll ja auch noch die Träbe hin. Mal gucken. Die Toiletten brauchen wir ja auch. Die werden ja sogar benutzt. Wichtig ist heute nächstes erstmal die Küche. Voll besetzt ist die Kneipe auf jeden Fall noch nicht. Nein, nein. Aber das Gumm, das Gumm. Erstmal die Küche, die ist wichtig. Und die haben wir vor. Ich weiß nicht, ob wir die 36 jetzt zusammenkriegen, aber wenige dürfte nicht mehr viel fehlen. Die Forschungspunkte dürften wir zusammenkriegen, hoffe ich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass meine Forscher rumfaulenzen. Die sind ja sehr, sehr langsam, aber die hier arbeiten und da oben die zwei müssen auch arbeiten, ne? Die hier sowieso nicht eben bleiben sollen. Ich bin auch überlegen, ich glaube, die drei Toiletten, ich sehe da jetzt keine Probleme, obwohl wir unten hatten wir Probleme mit den drei Toiletten. Aber unten sind auch mehr Gäste als hier, ne? Ich glaube, die drei Toiletten reichen hier, hier so einen kleinen Forschungsraum rauszumachen. Weil wir wahrscheinlich später noch mehr Forscher brauchen. Warte mal, wenn das passt. Das müssen wir mal kurz ausprobieren. Und hier müssen ja auch die Bücherregale noch mit rein. Hier hinter Quetschus könnte sehr eng werden, aber dann kriegen wir sie aus der Küche raus. Können wir hier nämlich noch zwei hinstellen? Wenn es passt. Ah, es ist sehr beengt, aber geht. Jo, den können wir nämlich noch einen Forscher einstellen. Sehr gute Idee. Würden sogar noch zwei hinpassen, ne? Das ist drei. Ja, komm, den machen wir jetzt auch. Umso schneller geht er. So, dann nehmen wir vielleicht noch mal ein Bücherregal dazu, damit die nicht alle ganz dahin rennen müssen. So, ich weiß. Teuer.
Aber können wir den ändern? Wir müssen halt momentan Geld investieren, um hier voranzukommen. So, anheuern, Forschie. Ich glaube, für die gibt es auch keine Limit. Ne? Lesegeschwindigkeit, die Rosalind, das ist schon mal gut. Wir brauchen noch einen. Ah, ja, ja, gut. Ja, gut, ja, gut. Aber wir können sie ja hochleveln. Das dauert bloß eine ganze Weile. Dann nehmen wir doch den William. Gewinnt zweimal schnelle Erfahrung. So, den haben wir jetzt 8 Forscher. Wird zwar übelst teuer, aber geht nicht anders. Da kriegen wir es trotzdem im Plus. Abwarten. Abendgeschäft hat noch nicht begonnen. Und das werden wir definitiv später für die anderen Forschungen hier, wo wir so abartig viel brauchen. Echt brauchen. Jo, hier arbeiten wir jetzt 4, unten arbeiten 4, der lüftet. So, gut. Man sieht zwar jetzt nicht, na doch. Die arbeiten immer so schubweise, ne? Aber es geht, ja, es geht. Die Forschungspunkte haben wir definitiv vor den gelben fertig. Aber das ist nicht das Problem. Hier dürfte es wieder andersrum aussehen. Hier sind erst die fertig. Ja, es läuft doch. Sehr schön. Jetzt beginnt langsam das Abendgeschäft. Da kommt ja noch mal eine Menge Schotter drin. Kommt gleich wieder stinkige Geste, aber das dürfte der letzte Tag sein. Dann haben wir die Küche. Hoffen wir. Essen war wieder alles an, ne? Oder? Essen ist wieder alles an, ja. Gott sei Dank. Na, guck mal, guck mal. Ja, ja, die Forschungspunkte kriegen wir auf jeden Fall. Und die geben. Ja. Ein paar haben wir ja noch sitzen, ne? 1, 2, 3, 4. Gut. Und hier sitzt keiner. Ah, das ist nochmal 3. Ne, auf 4. 8. Gut, 8. Ne, ne, das kriegen wir nicht zusammen, aber. Spätestens nächsten Tag haben wir es. Ich weiß, dafür sind die Events gedacht, aber man muss es ja nun auch nicht übertreiben mit Events. Das kostet alles Zutaten. Und kriegt das ja auch so zusammen, ne? Das ist so eine Frage der Zeit. Die Forschungspunkte haben wir, ne? Na, fast. Fast Forst, das Lüft. Hier haben wir was. Jo, die haben wir fertig. Sehr schön. Das, denke ich mal, kriegen wir auch hin. Das dürfte nicht das Problem sein, weil das zielt ja relativ schnell hoch. Dann haben wir alle 4 fertig, wa? Wunderbar. Und er will heute, dass ich ein Event mache, aber ich will jetzt kein Event machen. Da sind die stinkigen Kunden, die zu lange auf Esen gewartet haben. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Ja, du kommst kurz zur Feierabend, Junge, ne? Hauptsache du zählst, du. Hauptsache du zählst. Oh, gut, wie treib hier unten. Au, hier ist wohl einiges los. Komm, Leute, wir schließen eh gleich. Aber ja, gut, das war, glaube ich, der letzte, ne? Jetzt kommt keiner mehr drin. Ne, die gehen eher. Forschungspunkte haben wir. Klar, die letzten 30 Leute, die kriegen wir auch zusammen. Das ist kein Problem. Mal sehen, wie viele noch übersehen, wenn die alle raus sind. Aber ich glaube, dafür noch ein Event zu machen, das lohnt sich nicht im geringsten. Das werden wir sehen. Gut, dann sind wir jetzt, glaube ich, bei 0 Uhr. Den sehen wir es, den sehen wir es. Ja, aber gestern haben wir mit eine ganze Menge. Naja, auf 3 Etagen. Oh, sind stinkig wegen Essen. Ja, aber das ist das kleinste Problem. So, wir haben 0 Uhr. Den googeln wir mal, den googeln wir mal. Ganz fertig, ich kriege aber die Forschung nicht. Aber das ist nicht schlimm. Gut, ja. Das ändert sich ja mit dem Essen. Da kommen 2 bis 3 brauchen wir, glaube ich, mindestens. Bedienung nur fürs Essen hin. Plus Koch und den Bastard. So, wir haben aber immerhin, sind wieder ins Plus gekommen. Trotz der Ausgaben, sehr schön. Aber auch nur dank der Belohnung. Bei uns hätte das auch nicht geklappt. Oh, wir sind mittlerweile weit über 300. Aber das ist nicht schlimm. Da haben wir 15, ja, ja. Essen. Wir wissen es. Oh, das haben wir auch. Sehr schön. Wir haben ja auch diesen komischen Boden da. Wir haben alle fertig. Gut, hier ist noch ein bisschen was, aber nichts Wichtiges mehr, ne? Wir nehmen uns übrigens den Elite-Barkeeper. Den werde ich wahrscheinlich gegen den anderen oben austauschen.
So weit sind wir noch nicht. Uns fehlen hier noch genau 26 gelbe. Könnten wir am nächsten Tag kriegen. Ja, ich hoffe es mal. Und ehrlich gesagt, dafür noch ein Event könnten wir machen. Lohnt sich aber nicht wirklich. Man, wir könnten den nochmal machen. Das gibt gut Geld. Aber dann gehen unsere Nüsschen wieder aus. Ich habe das gerade erst alles aufgefüllt, ne? Ah, nein. Wir haben gerade dabei, alles voll zu kriegen. Das tut nicht Not. Das tut echt nicht Not. Nee, das passt schon so. Wir machen nochmal einen normalen Tag. Das machen wir allerdings morgen. Ich denke mal, den kriegen wir endlich, die Küche. Gott sei Dank. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.